Wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Bis auf den einen, der natürlich wieder fehlt und den ich jetzt bräuchte. Ja. Und nun stehe ich hier in der Oppelner Philharmonie alleine und warte wie immer auf Norbert. Wo steckt er nur? Na, endlich! Es tut mir leid. Was ist passiert? Ich habe im Stau gestanden, ehrlich. Um diese Uhrzeit? Ja, stell dir vor, der Nikolaus von gestern, ne? Ja. Der hat so viel Rambazamba in Oppeln gemacht, dann wurden alle Straßen gesperrt. Nee, aber gut, dass du da bist, endlich, ja? Ja. Dann mach dich fertig und wir fangen sofort an. So, bist du soweit? Ich glaube. Schön. Ja. Also, jedes Jahr im Dezember, wenn die Tage kürzer werden und das schönste Fest des Jahres vor der Tür steht, dann laden wir Sie zu dem Adventskonzert ein. Diesmal aber ganz anders, denn nämlich heute kommen wir zu Ihnen nach Hause. Und damit meinen wir nicht nur Annette Lise Klutsch, nee, oder Norbert Rasch, sondern alle Sängerinnen und Sänger, die Sie heute mit Ihrem Gesang in die weihnachtliche Stimmung bringen und den vorweihnachtlichen Stress ein wenig wegnehmen.
Meinst du, ist das möglich? Natürlich geht das. Überzeugen Sie sich selbst. Hast du auch im finsteren Wald noch Mut? Und du siehst endlich klar, deine Ängste sind nicht wahr, dann weißt du längst, das Grauen hier ist gut. Ja, das wirst du verstehen, wenn du es groß bist. Darum wird mich auch nie Schreckliches geschehen. Ja, genau. Ich träum für die schöne Zeit, wenn ich all bin und gescheit. Denn wenn man groß ist, dann kann man die ganze Welt verstehen. Das ist toll. Siehst du das Licht? Ich weiß, was es ist, ahnst du es noch nicht? Der Weihnachtsmann kommt heute in die Stadt. Schlüpf schnell in dein Bett und schlafe gleich ein. Wenn du morgen aufwachst, wirst du dich freuen. Der Weihnachtsmann kommt heute in die Stadt. Er klettert durch den Schornstein, packt seinen Schlitten auf den Dach und bringt dir die schönsten Dinge, denn heute ist die Weihnachtsnacht. Schlüpf schnell in dein Bett und schlafe bald ein. Wenn du morgen aufwachst, wirst du dich freuen. Der Weihnachtsmann kommt heute in die Stadt. Schornstein packt sein Klippen auf dem Dach und bringt dir heute die schönsten Dinge, denn heute ist die Weihnachtsnacht. Schlüpf
schnell in dein Bett und schlafe bald ein. Wenn du morgen aufwachst, wirst du dich freuen. Der Weihnachtsmann kommt heute in die Stadt. Er klettert durch den Schornstein, packt sein Schlitten auf den Dach und bringt dir heute die schönsten Dinge, denn heute ist die Weihnachtsnacht. Schlaf schnell in dein Bett und schlafe bald ein. Wenn du morgen aufwachst, wirst du dich freuen. Der Weihnachtsmann kommt heute in die Stadt. Der Weihnachtsmann kommt heute in die Stadt. Der Weihnachtsmann kommt heute in die Stadt. Der Weihnachtsmann kommt heute schon in die Stadt und ich habe noch so viel zu tun. Was denn? Ich musste mir das sogar noch alles aufschreiben, um nichts zu vergessen. Willst du hören, was ich noch alles zu tun habe? Dann sage ich dir das. Ich sage es Ihnen auch. Also was ich noch alles machen muss. Die Geschenke besorgen, einpacken und natürlich verstecken. Mit den Kindern Lebkuchen backen und verzieren, muss auch sein. Fenster putzen mag ich nicht, aber muss gemacht werden. Gardinen waschen, klar. Betten umziehen. Hochzeitsgeschirr abstauben, mache ich immer jedes Jahr vor Weihnachten. Die Heringe besorgen und Brathringe machen. Alle Schubladen und Schränke nass wischen. Weihnachtskarten schreiben und abschicken. Das Haus draußen und drinnen dekorieren. Den Mond kaufen und malen. Die Rorata-Messe besuchen natürlich. Nee, und das auch noch. Und die Tante Hilde und Onkel Richard aus Hannover anrufen, muss ich auch noch. Oh. Aber du denkst, du hast so ausgezählt, als ob ich nicht zu Hause nichts zu tun hätte. Sag bloß, du hast auch was zu machen. Ich habe auch nämlich was zu tun. Ich habe mir auch meine Zettel vorbereitet. Denn nämlich, ich muss den richtigen Baum beim Gärtner kaufen. Aha. Erstmal. Dann muss ich den Baum zum Wohnzimmer bringen. Mhm. Dann muss ich den Ständer für den Baum suchen. Der ist bestimmt im Keller, aber ich weiß noch nicht wo. Es wäre besser, wenn du ihn findest. Ja, die Christbaumbeleuchtung vom Keller bringen, der ist eben auch dort. Dann muss ich den Baum aufstellen. Mhm. Das ist eine Arbeit, jedes Jahr das Gleiche. Dann die Steckdose ist schon seit einem Jahr kaputt und ich muss die reparieren, weil die Beleuchtung funktioniert dann nicht. Mhm. Dann muss ich die Beleuchtung anbringen an den Baum. Mhm. Dann muss ich letztendlich die Spitze aufsetzen. Das ist alles. Nee, also... Stress. Stress. Also ich muss ehrlich sagen, du hast es auch nicht leicht, ne? Nee, aber wer hat leicht vor Weihnachten? Genau. Aber weißt du, worauf ich jetzt am meisten Lust hätte? Worauf? Ich möchte jetzt einfach einen Schneemann bauen. Ja, dann lass uns machen. Genau. Ja, super. Willst du einen Schneemann bauen? Los, komm und spiel mit mir. Ich sah dich schon so lang nicht mehr. Vermiss dich sehr. Was ist nur los mit dir? Wir waren wie Pech und Schwefel, doch jetzt nicht mehr. Sag mir bitte nur, wieso? Willst du einen Schneemann bauen? Oder vielleicht was anderes bauen? Geh weg, Anna. Gut, dann nicht. Willst du einen Schneemann bauen und feiert fein im Saal? Ich würde jetzt so gerne mit dir spielen. Allein zu sein ist eine fürchterliche Qual. Lieber kein Johanna, ich fühle mich so einsam. Alles ist so leer, ich starre nur auf die Uhr. Bitte rede mit mir. Alle fragen, wo du bist. Sie sagen, sei mutig. Ich versuche es ja, ich bin doch für dich da. Lass mich doch rein. Wir haben uns beide, nur du und ich. Was sollen wir nur tun? Willst du einen Schneemann bauen? Thank you.
Anita, da du so viel zu tun hast dieses Jahr, vielleicht kannst du schon einen Stress weniger haben, indem wir zum Beispiel die Tante Hilda oder den Onkel Richard aus Hannover anrufen. Was denkst du? Aber meinst du hier und jetzt? Ja. Echt? Ja, ich habe sie im Handy gespeichert und wenn du willst, ich kann sie anrufen. Das ist eigentlich eine tolle Idee. Wir machen das und dann ist wieder eine Sache erledigt. Richtig, was getan ist getan. Dann wähle mal die Nummer. Ja. Tante Hilde. Ja. Glaubst du, die sind zu Hause? Vielleicht geht sie ran. Ja, hallo, Tante Hilde, hier ist Annette und Norbert aus Oppeln. Wir grüßen dich. Ach, Annette und Norbert, hallo. Hallo, ich bin auch da. Schön, euch zu hören. Wie geht's euch? Wie geht's dem Onkel Richard? Toll, also ich bin voll in den Weihnachtsvorbereitungen und der Richard liegt wieder faul auf der Couch. Ja, wie immer. Aber ich bin schon fast mit allem fertig. Echt? So schnell? Ja. Was hast du Schönes gemacht? Ich gemacht, natürlich Plätzchen gebacken, 20 Sorten gleich, weißt du, 5 sind wirklich zu wenig, also wir essen so viel mit dem Richard und dann habe ich noch die Geschenke gekauft und sie natürlich eingepackt, weißt du, dieses Jahr extra für jeden eine Packung Toilettenpapier, das kann wirklich, wirklich für alle von Nutzen sein in der Pandemiezeit und natürlich auch den Christbaum habe ich geschmückt. Aha. Ja. Schön, also da seid ihr viel weiter als wir hier in Schlesien. Ja. Ich weiß nicht, was euch das so lange nimmt. Das ist der vorweihnachtliche Stress, aber wir versuchen damit zurechtzukommen. Aber sag mal, Tante Hilde, wie ist es dieses Jahr? Kommt ihr zu Weihnachten? Weißt du, Annette, das ist die schlechte Nachricht, die ich dir überbringen muss. Wir können leider dieses Jahr nicht nach Polen reisen. Weißt du, sie lassen uns nicht über die Grenze. Und ja, die Grenze. So das ist nicht wahr, echt? Also da kommt ihr nicht. Wirklich? Nein. Nee. Das ist unfassbar. Schade. Das gibt's nicht. Das ist unglaublich schade. Aber wir sehen uns vielleicht zu Ostern. Ist eine tolle Sache. Wenn nicht 21, da 25. Ja. Genau. Wir freuen uns jetzt schon drauf. Ja. Ja gut, Tante Hilde, dann schöne Grüße von uns allen hier aus Schlesien. Grüße an Onkel Richard. Bleibt gesund in Hannover. Ja. Und frohe Weihnachten, ja? Danke euch auch. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Tschüss. Tschüss. Ja. Die kommen nicht. Super. Jedes Herz auf Erden schlägt im gleichen Rhythmus. Jedes Augenpaar sucht dasselbe. Jedes Kind auf dieser Erde hat das Recht, geliebt zu werden, möchte sicher und beschützt durchs Leben gehen. Die Welt um uns wird scheinbar immer kleiner, doch das Leid der anderen scheint immer uns helfen und verstehen, nur zusammen kann es gehen. Irgendetwas muss doch heute noch passieren. Teile dein Glück, es kommt alles zurück, das ist der Geist der Weihnacht. Zeige Zeit zu ändern, was
Wir machen das zwar nicht jedes Jahr, aber ich will dir was schenken. Echt? Ja, jetzt? Zu Weihnachten? Ich habe für dich ein tolles Geschenk. Unglaublich. Und ich muss dir sagen, ich habe auch etwas für dich. Echt? Ja. Aber vielleicht fangen wir mit meinem an. Na gut. Das ist sehr praktisch. Aha, der Karton. Das vielleicht auch. Darf ich jetzt öffnen? Mach mal, mach mal. Na, super. Bin ich gespannt. Ja, auch. Oh. Ah, die Farbe gefällt dir. Das sieht ja interessant aus. Also mir hat die Farbe sehr, sehr gefallen und ja? Hingerissen. Du warst hin und weg? Das ist einfach was Praktisches. Oh. Ich weiß, du hast grüne Küche, ne, zu Hause. Ja. Hm. Und du hast mir eine Schürze geschenkt. Ja. Schön. Probierst du an? Na ja, okay, ja, kann ich mal machen. Probier mal. Ja, toll. Ja, gib mal, ich kann sie zusammenbinden da hinten. Ich habe noch nie gibst so ein. Diese? Ja, ja, ja. Ich habe aber noch nie von dir so ein schönes Geschenk bekommen. Siehst du? Mhm. Dein Mann wird sich freuen. Bestimmt. Ja, toll. Passt super. Passt super zu dem Kleid und auch zu meiner Küche. Schön. Ja, und jetzt mein Geschenk für dich. Ich bekomme auch ein Geschenk. Ja. Norbert, einfach vom Herzen frohe Weihnachten. Dankeschön. Bitteschön. Super. Schön.
Schön und so schwer. Ja. Ich dachte, es ist Brille, aber die würde nicht so schwer sein. Nein, nein. Darf ich das auspacken? Na klar, klar. Ich bin auch schon ganz aufgeregt. Ach du heiliges Glöckchen. Was ist das? Was soll das? Na, schau mal. Ja, was soll ich damit machen? Also Norbert, wenn sie dir nicht gefallen, dann kann ich sie auch tragen. Was soll das bedeuten?
Ich weiß wohl, es geht es um Mitternacht rum. Schaut nun daher, schaut nun daher, wie glänzen die Sternlein je länger, je schon und man kocht so manche Leckerei. Die Stuben sind geschmückt mit grünen Tannenzweig und jeder denkt beglückt, wie ich mich heute freu. Am heiligen Abend freut sich jeder Mann, der mit seinen Gaben Liebe zeigen kann. Der heilige Abend, bald ist es soweit, lasst uns Freude haben an dieser schönen Zeit. Schon backt sich jeder Mann schon auf den heiligen Mann. Die Feier fängt gleich an dieser heiligen Nacht. Wer heute einsam ist, den lädt man gerne ein, damit man nie vergisst, für andere da zu sein. Am heiligen Abend freut sich jeder Mann, der mit seinen Gaben Liebe zeigen kann. Der heilige Abend, bald ist es soweit, lasst uns Freude haben an dieser schönen Zeit. Die Kinder schlafen kaum und sind schon schrecklich gespannt. Sie trocknen unterm Baum, was auf dem Putzzettel stand. Doch wichtiger ist jedem heute an diesem Fest, du kannst mir so viel geben, weil du bei mir bist. Und Freude haben an dieser schönen Zeit. Ja, liebes Publikum zu Hause, unser Adventskonzert neigt sich leider dem Ende zu. Aber es war jedes Jahr ein wundervolles und musikalisches Adventsfest, das in diesem Jahr folgende Personen für Sie mitgestaltet haben. Andrea Ryszka, das Trio Sofia Baron, Barbara Weinkopf und Sosia Friedrich, Martina Larisch mit Susanne Heruth, Vanessa Gonchior, Paulina Kloser, Hanna Friedrich, Gruppe Rosensommer mit Andrea Ryszka, Julia Hrobok, Damian Kleszcz und Joanna Kostka. Und jetzt wollen wir Danke sagen.
Die sozialkulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien bedankt sich ganz herzlich für die finanzielle Unterstützung bei dem polnischen Ministerium des Inneren und der Verwaltung, dem Konsulat der Bundesrepublik Deutschland in Oppeln und dem Marschallamt der Woiwodschaft Oppeln. Ja, und jetzt zum Schluss unsere Wünsche. Zu Weihnachten 2020 wünschen wir euch ein wenig mehr Ruhe, Gelassenheit und Zuversicht. Zeit für die Partner, Familie und Freunde. Und lassen Sie sich einfach von der Magie der Heiligen Nacht verzaubern. Frohe Weihnachten! Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Wir wünschen euch eine frohe Weihnacht. Wir wünschen euch eine frohe Weihnacht. Wir wünschen euch eine frohe Weihnacht und ein gutes neues Jahr. Wir wünschen euch eine frohe kommt das Jahr 2021 und dann sehen wir uns bestimmt hier wieder in Philharmonie. Genau, 2021 und wir treffen uns hoffentlich hier in der Oppelner Philharmonie. Vielen Dank für heute. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Okej. Okay. Chyba nam lepiej było. Okej, okay, koniec. Dzięki. Koniec. Ale to musi...